Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in der Städtischen Wessenberg-Galerie Konstanz. Ich möchte Sie heute mit einem Künstler bekannt machen, der bekannt und unbekannt gleichermaßen ist. Konrad Ferdinand Edmund von Freihold, geboren 1878 in Freiburg im Breisgau und dort auch 1944 gestorben. Freihold ist als Künstler, als Maler heute kaum noch präsent. Seine Bilder hängen in keinem Museum. Aber als Bilderbuchillustrator hat er Kunstgeschichte geschrieben. Die Bücher, die er zwischen 1904 und 1908 geschaffen hat, illustriert hat, sind heute gesuchte Raritäten und erzielen hohe Preise auf dem Kunstmarkt. Freiholds Stil war damals etwas völlig Neues. Er war kindgerecht auf der einen Seite, er war aber auch ungewohnt abstrakt. Das befremdete viele Eltern und auch Kunstpädagogen. Aber 20 Jahre später hat das viele Künstler sozusagen inspiriert und sie haben seinen Stil aufgegriffen, modifiziert, abgewandelt, fortentwickelt. Diesen Künstler, bekannt und unbekannt gleichermaßen, möchten wir Ihnen in unserer ersten Ausstellung im Jahr 2024 vorstellen. Ich freue mich, wenn Sie mit mir auf einen kleinen Rundgang kommen. Viel Spaß! Nach einem zweisemestrigen Studium an der Karlsruher Kunstakademie bildete sich Freihold auf Reisen autodidaktisch fort. Die lebenslange Freundschaft mit den Künstlern Karl Hofer und Emil Rudolf Weiß, die er in Karlsruhe kennengelernt hatte, sollte ihn zur Bilderbuchillustration bringen. Sowohl Hofer als auch Weiß hatten bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der Bilderbuchillustration gesammelt. Ein Sammelbuch herzhafter Kunst für Ohr und Auge deutscher Kinder. So lautet der Untertitel des von Richard Demel herausgegebenen Kinderbuchs Der Buntscheck. Das Werk versammelt Texte und Musikstücke unterschiedlicher Autoren und Autorinnen. Die Illustrationen steuerten Karl Hofer, Ernst Kreidolf, Emil Rudolf Weiß und Freihold bei. Auf Anraten von Weiß hatte Demel Freihold in das Projekt eingebunden. Er hatte Demel sozusagen als Appetitanreger Freiholds Druck Die himmlische Gärtnerin zur Ansicht geschickt. Demel war von dem Blatt so begeistert, dass er es sich als Geburtstagsgeschenk für seine Frau erbat. Freihold kam bei dem Projekt rasch eine führende Rolle zu. Er schuf 9 Illustrationen und gestaltete das Vorsatzpapier sowie den Einband. Seine Bilder sind nicht nur lebhaft koloriert, sondern auch ganz auf die kindliche Empfindungswelt ausgerichtet. Das Buch erschien 1904 im Kölner Schaffstein Verlag und war ein kleines Gesamtkunstwerk im deutschen Sprachraum unübertroffen. Für Freihold, der bis dahin als Künstler kaum in Erscheinung getreten war, bedeutete die Teilnahme an dem arbeitsintensiven Unternehmen eine neue Erfahrung. Freiholds Bilder hatten das Interesse des Verlegers geweckt, der ihn nun mit der Gestaltung von 2 eigenen Bilderbüchern betraute. Die Bücher Tiere und Sport und Spiel verzichten auf Text und beziehen ihre Spannung allein aus Freiholds Illustrationen. Während Freiholds Bilder für den Buntscheck mehrheitlich von kräftigen Farben mit Goldanteilen bestimmt waren, hellte sich die Farbpalette in seinen 1905 und 6 erschienenen Bilderbüchern Tiere und Sport und Spiel merklich auf. Auffallend ist die ornamentale Stilisierung der Landschaft und Pflanzen sowie die eckige Formgebung der Gestalten. Die kleinen Protagonisten erscheinen in Freiholds duftigen, farbenfrohen und detailreichen Bildern oft nachdenklich oder vor sich hinträumend. Freiholds Bilderbücher Tiere und Sport und Spiel entzückten den Berliner Verleger Bruno Kassierer, der Freihold für ein weiteres Projekt gewinnen konnte, ein Osterbuch. Das Werk war mit Versen des Dichters Christian Morgensterns ausgestattet und erschien mit zeitlicher Verzögerung erst 1908. Da es nicht pünktlich zu Ostern fertig wurde, wurde es kurz entschlossen in Hasenbuch umbenannt. Das Hasenbuch blieb Freiholds letztes Bilderbuch. Leider, muss man sagen. Sein eigentliches Ziel war es, ein seriöser Maler zu werden. Und die Vorstellung, wie er selbst sagte, Zitat, ich müsste mich einmal als Kinderbuchmaler begraben lassen, Zitat Ende, schreckte ihn. Dabei war es gerade dieser Aspekt seines Schaffens,
dem zeitüberdauernde Gültigkeit zukommt. Freihold wollte Maler werden. Um 1907 begann seine Malerei Fortschritte zu machen und er wagte es, sich auch an Ausstellungen zu beteiligen. 1908 nahm er mit einem Stillleben an der 15. Ausstellung der Berliner Sezession teil. 1910 war er mit 4 Gemälden an der Sonderbundausstellung in Düsseldorf beteiligt. Zur Perfektionierung seiner Malkünste hatte sich Freihold eine Kamera zugelegt, die ihm vor allem beim Porträtieren helfen sollte. Bevorzugt malte er seine Familienangehörigen. Er pflegte seine Werke selten zu datieren, doch die Porträts seiner Frau und Tochter Iris dürften zwischen 1910 und 1913 entstanden sein. Um 1910 begann sich Freihold intensiv mit dem französischen Impressionismus auseinanderzusetzen. Vor allem die Kunst von Paul Cézanne und Pierre-Auguste Renoir bekam für ihn Vorbildfunktion. 1901 hatte sich Freihold in Freiburg niedergelassen und in Paris, wohin es ihn regelmäßig zog, ein kleines Häuschen gemietet. Dieser sogenannte Pavillon war Teil einer Siedlung, die vor allem von Künstlern bewohnt wurde. 1903 lernte Freihold durch seinen Freund Emil Rudolf Weiß den Sammler und Hagener Museumsgründer Karl Ernst Osthaus kennen. Gemeinsam besuchten sie den legendären Kunsthändler der Impressionisten Ambroise Vollard sowie weitere Sammler und Händler. Freihold führte Osthaus in die Ateliers von Edvard Munch und des naiven Malers Henri Rousseau. Obwohl beide Künstler nicht anwesend waren, kaufte Osthaus von jedem ein Gemälde. Freihold selbst hatte zuvor in einem Trödelladen durch Zufall Henri Rousseaus Gemälde Kind mit Hampelmann entdeckt und günstig erwerben können. Nach dem Abschluss des Osterbuches hatte Freihold den Plan, ein Buch für Erwachsene zu illustrieren. Ihm schwebte die Illustration des antiken Hirtenromans Daphnis und Chloe vor. Der Verleger Bruno Cassirer zeigte sich einverstanden. Freihold machte sich 1909 ans Werk, doch wie so oft erlahmte sein Eifer nach kurzer Zeit und das Projekt kam ins Stocken. In Freiholds Nachlass haben sich 5 lithografierte Motive erhalten, darunter einige aquarellierte Blätter, die dazu dienen sollten, die endgültige farbige Fassung festzulegen. Weitere Illustrationsentwürfe für das letztlich nie zustande gekommene Werk befinden sich im Kunstmuseum Winterthur. Freihold beteiligte sich bis 1914 erfolgreich an zahlreichen Ausstellungen. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst, wurde jedoch erst 1915 eingezogen. Er wurde dem Badischen Feldartillerieregiment zugeteilt und war vermutlich vom Frontdienst freigestellt. Ende 1918 wurde Freihold aus dem Kriegsdienst entlassen und stand als Künstler vor dem Nichts. Die Welt, in der er bis 1914 als Maler erfolgreich gewesen war, existierte nicht mehr. Er hatte es seinerseits versäumt, Kontakte zu halten oder aufzubauen. In dieser schwierigen Situation erwies sich Werner Reinhardt als verlässlicher Freund. Er unterstützte den Maler in den nächsten Jahren. Werner Reinhardts Vater Theodor hatte Freihold bereits zwischen 1906 und 1911 unterstützt. Ostern 1923 fuhren Werner Reinhardt, die Geigerin Alma Modi und Freihold gemeinsam nach Sierre ins Wallis und trafen dort mit Rainer Maria Rilke zusammen. Freihold hielt diese Begegnung mit seinem Fotoapparat fest. Er hatte dem Dichter ein Exemplar seines Hasenbuchs mitgebracht, wofür sich Rilke mit einem Gedicht bedankte. Wird erst die Erde österlich, versammeln alle Hasen sich in frühlingslichem Reigen. Sie tanzen um den Grasgeruch, sehr frei und hold. Das Hasenbuch steckt doch in jedem Hasen. Nach der Inflation Anfang der 20er Jahre belebte sich das Ausstellungswesen. Freihold beteiligte sich erneut an Gruppenschauen. Von 1927 bis 1930 malte Freihold die Aula der Universität in Königsberg in Ostpreußen aus. Doch seine Darstellung des Parnass stieß nicht auf ungeteilte Begeisterung. Künstlerisch frustriert trat Freihold bereits 1930 in die NSDAP ein und ein Jahr später in die SA.
Er machte als Politfunktionär in Freiburg bzw. Baden Karriere. 1927 hatte er mit anderen Künstlern die Badische Sezession gegründet, deren Vorsitzender er von 1933 bis zur zwangsweisen Auflösung der Gruppe war. Freihold malte kaum noch, dafür engagierte er sich im Freiburger Stadtrat. Im Januar 1939 wurde er zum SA-Sturmführer befördert. Im Dezember 1940 verlieh man ihm die Medaille für deutsche Volkspflege. Als Kulturfunktionär hatte Freihold endlich den Erfolg, von dem er als Maler vergeblich geträumt hatte. Freihold starb am 25. Mai 1944 in Freiburg. Er wurde 66 Jahre alt. Wie bei vielen anderen Künstlern verbindet sich mit dem Leben und Werk von Konrad Ferdinand Edmund von Freihold die Frage, ob ein Künstler nach rein ästhetischen Kriterien beurteilt werden sollte oder auch nach seinem Charakter, seiner Lebensführung und seinen Taten. Es ist die alte und immer wieder neu gestellte Frage nach Leben und Kunst, Ästhetik und Moral.